Wenn ich am Morgen aufstehe, ich bin wirklich ein Sünneri, oder? Ist meine Zeit, oder? Ich stehe sehr gern sehr früh auf, oder? Und, gell, ich bin jetzt ein Typ, wenn es aufsteht, oder? Dann hat er singt und schwätzt. Ich bin einfach gut drauf, oder? Ja, es kann Katzenhageln draussen, bei mir sind Sonne. Das ist einfach meine Zeit. Jetzt bin ich kürzlich mal ganz früh am Morgen losgetabelt, habe einen Termin gehabt und sitze im Tremli und sitze da um 8:55 Uhr, hä? Wie ein stinklangweiliger Füdli-Bürger mit dem Täschchen auf den Knie schaut zum Fenster raus. Ich denke nichts böse, ja, selbst wenn ich gar nichts denke. Oder? Es hat einfach gestummt für mich. Für mich war die Welt in Ordnung, oder? Kennst du das Gefühl? Und er kommt einfach so aus dem Nichts raus. Ohne Vorwarnung. Einfach völlig aus einer Distanz von etwa 2 cm, oder? Kommt es einfach. Fahrausweiskontrolle! Da passiert bei mir etwas. Da fräset mir der innere Film durch. Weißt, da kommt so eine Urangst. Kennst du das? Da überleist er so irrationale Sachen. Wie habe ich die Steuererklärung schon gemacht? Das ja. Habe ich die Steuern so gezahlt? Das geht zurück bis in die Kindheit, bis in die Jugend. Weißt, magst du dich erinnern, 80er Jahre? Hashtag. Plötzlich denke ich, Jesus Gott, vielleicht ist ja gleich in den 80er Jahren irgendwas so ein Krümel in Marihuana oder mit einem Fingernägel in Kleben bleiben. Und jetzt kommt es, ja, das geht mir alles durch den Grind und dann kommt es aber schon wieder, bitte Kontrolle! Und dann wird ich schon wieder ein kleines Mädchen. Ja, habe ich die Nägel geputzt, habe gewaschen, die Aufsicht gemacht, sind wir aufgeräumt. Nimm mein Billett raus und hab so eine, schauen Sie da, Billett. Haben wir denn etwas vergessen? Nein, schauen Sie, da ist der 9-Pass und da ist Halbtagsabonnement. Ha! Und was haben wir für Zeit? Ja, Moment, Herr Wachmeister, es ist genau 8:58. Ja, und ab wann ist der 9-Pass gültig? Ha! Und du wolltest gerade noch sagen, ab 9, aber es ist schon passiert. Zugriff abführen aus Einzelhaft Guantanamo. Also, weißt, Moment. Jetzt müssen wir, glaube ich, etwas klarstellen, dass wir wirklich vom Griechlichen reden. Darf ich ganz kurz fragen, haben wir Leute von der Stadt Zürich im Publikum? Eine. Gut. Sie wissen, von was ich rede. Thomas, von wo kommst du? Von Niederwenigen. Niederwenigen. Das Niederwenigen hat ja kein Tramli. Da nimmst du den besten Bus. Wie? S15. Oder das Postauto. Wenn du dort das Niederwenigen im Postauto sitzt, oder auch das Winterthur, da ist ja die Welt noch in Ordnung, oder? Da hockst du und da kommt einmal im Jahr die Türen auf. Es kommt eine freundliche Stimme und sagt, guten Morgen miteinander. Wir machen die Fahrausweiskontrolle. Wären Sie bisschen gut, so gut und würden Sie mir Ihre Billette zeigen? Ja, jeder Herr Hugentober, wie geht's auch am Hüftgelenk? Ist wieder besser. Frau auch wieder gesund. Ja, Zechengrippe. Ja, Frau Meier, lassen Sie stecken. Ich weiss doch, Sie haben das Generalabonnement. Ja, nichts für ungut. Hört, liebe Leute, wir sehen uns alle am Mittwoch beim Spatenstich von der Schulhauseröffnung. Habt einen schönen Tag. Viel Glück. So stelle ich mir das vor. Nicht weniger. Winterthur, oder? Aber Sie wissen, was ich meine. Wir reden nicht von Winterthur. Wir reden von Zürich. Da kommt nicht ein Kontrolleur. Da kommen 20 ausgewachsene Schweizer Militärabsolventen. 10 vom ZVV und 10 Polizisten. Scharfgeladene Polizisten. Mit so einer kugelsicheren Weste, die bringen die Arme gar nicht mehr an die Köpfe. Die können gar nicht mehr laufen, die sind so scharf geladen. Die haben da den ganzen Gürtel voll mit Gerätchen und Sachen, weiss gar nicht, was heisst. Da voll Funkgeräte, Handzellen, Kabelbinden, Revolver, Satellitenschüsseln, Wasserwerfer, Zahnsiden, Salatschüsseln, Raketenabwurfsystem, Funk, alles bambelt. Und dann haben die so einen Blick drauf.
Hij zo een blik gewollen zegt. Hij zegt, aha! Zo ziet dat zo nieuws, hè? Zo een valse 50er, een zwartfahrer in, hè? En zo een verbrecher in, hè? Een landesverräter in, hè? Ja, 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 Seewiesindli nimmt sie auch noch Drogen und macht krumme Sachen mit Verdicherungsstil, hä? Und dann geht's los, alles muss ausweisend auf den Tisch legen, hä? Pass, Identitätskarte, Geburtenbücher, 9 Pass, hä? Alles, Swiss Pass, hä? Schuhgrösse, Heimatort, alles muss angeben. Wird abgewickelt, stehst dort mit 20 Mannen auf der Traminsel eine halbe Stunde und am Schluss kommt er noch so einen schnuddrigen Ton. Ha! Da hat sie eine Quittung, ist dann allerdings nur noch schon gültig, ha! Und dort denkst du, himmeltrauriger Sohn, bögt um ihn. 9 Pass ist doch schon seit einer halben Stunde längstens wieder gültig. Und das sind so Momente, wo du möchtest so Superkräfte entwickeln, wo du so einen Sauchheiben mal würdest gerne am Kragen packen und in die Luft auflupfen, bis er den Boden unter den Füßen verliert und jämmerle. Bitte lass sie mich aber, bitte lass sie. Nein, ich lade dich nicht aber. Du willst ihn durch die Luft schleudern. Du willst ihn auf den Mond schiessen, wieder fangen, im Boden spitzen. Du willst ihn am Kragen packen und zu der Helene Fischer in den Kühlschrank hineinwatschen. So einen Doppelgang, 2 Minuten, so einen Spiro aufmachen. Aber du machst es nicht, weil du hast eine anständige Erziehung genossen und sagst freundlich, danke vielmals.